Willkommen zu Dark Souls Remastered. Hier ist wieder euer Gonzo und wir haben hier aufgehört, hier unten im Aschesee, mit der Quest von Sigmeier. Wir haben, glaube ich, schon alles erhalten, was es zu erhalten gab. Eine graue Scholle. Damit können wir wahrscheinlich noch einen Blitzgegenstand aufs Maximum bringen. Ansonsten gibt es hier jetzt nicht mehr viel zu tun. Wir könnten jetzt zurück, runter zurück jetzt zur Lava-Welt quasi. Allerdings sehe ich, wir haben 17.000 Seelen. Sollten wir das nicht irgendwie doch gewinnbringend anlegen eventuell? Aber wo können wir das anlegen? Wir müssten vielleicht zu einem Schmied gehen. Da könnten wir... ich überlege, wie kommt man am besten zum Schmied? Der in Anor Londo vom Finstermondgrab aus. Dann machen wir das jetzt. Ich kaufe dann einfach jetzt so ein paar... ich weiß nicht, vielleicht ein Funkeltitanit oder sonst irgendwas. Vielleicht können wir auch ein Funkeltitanit gerade sehr gut gebrauchen. Für einen speziellen Schild zum Beispiel. Noch werde ich hier nicht Wendelin besiegen oder Gwendolyn, wie er im Englischen, glaube ich, heißt. Finde ich viel lustiger. Hinter dem Song von den Ärzten. Ja? Songtext bitte jetzt in die Kommentare schreiben. So, beim letzten... Das war das mal Vlog. Beim letzten Vlog habe ich noch groß angeprangert, dass die Jungs, dass die Rocket Beans lange schon nicht mehr gespielt haben. Und dann machen die das einfach. Während ich das Vlog noch bearbeite am Montag, sind die bereits dabei, Folge 13 aufzunehmen, live. Und spielen. Ich habe mir das gerade angeguckt. Jetzt ist gerade nämlich Dienstagmorgen vor meiner Arbeit. Ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, um noch die Aufnahmen zu schaffen. Der Grund auch für meine Sommerpause, damit ich mal hinterherkomme. Und da sehe ich mir das an und bin auch gerade bei der Hitler-Parodie. Bei der Idee, eine Seance abzuhalten und wenn dann Hitler, also eine Serie daraus zu machen. Man hält eine Seance ab und hat dann versehentlich Hitler in der Wohnung und der will nicht mehr gehen, weil man Netflix hat. Und wir dachten, die geile Idee für eine Serie. Eine Serie über den Geist von Hitler. Warum nicht? Gut, das ist aber schlecht, dass ich einfach so durchlaufe. Ne? Jetzt trigger ich die ja. Jetzt kommen die mir ja hinterher. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal dann gerade auf Fernkampf gehen. Ich hole mir die Krone der Dämmerung. Falsch übersetzte Krone. Übersetzungen, ne? Hier haben wir es aber. En masse mit falschen Übersetzungen. Und dann sind wir auch wirklich schon dabei, runterzugehen, ne? Nach Isalith. Da dachte ich, ich könnte so viel aufholen. Oh, ich könnte so schön aufholen, wo die beiden Jungs nicht mehr aufnehmen. Scheinbar war Nils krank. Oh, One-Hit. Das ist ein One-Hit. Super. Funktioniert super. Ich glaube, ich habe auch keine Pfeile mehr, ne? What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make weapons shiny. Die Kristallglut ist für ihn. I had shiny, shiny. I make weapons shiny. Natürlich machst du das. Gegenstand kaufen. Für 8000 bekommen wir einmal Funkeltitanit. Ich habe gar keine kleinen mehr. Guckt mal. Ist ja blöd. Wenn ich natürlich die Dings haben will, wie heißt das nochmal, die Trophäen haben will, dann brauche ich natürlich noch einige kleine, um Waffen aufzuwerten. Fehlt es mir noch an Rüstung? Die Rüstung habe ich ja auch noch nicht. Hätte ich ja kaufen können jetzt. Na egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt pleite. Das ist viel schöner. Dann habe ich nämlich nichts mehr zu verlieren. Das ist nämlich der springende Punkt. Weil wir jetzt nämlich in den Bosskampf gehen. Der kann überragend gut laufen. Der kann aber auch sofort vorbei sein. Instant. Jetzt sind wir hier unten. Das ging aber schnell. Und zwar zur Tochter des Chaos. Ich glaube doch, da waren wir dran, ne? Wir sind bei dem Titanit-Dämon durchgelaufen. Wir sind dahin, wo wir eigentlich jetzt schon den Endboss hätten machen können, in Isalith. Da bin ich direkt dahin gegangen. Nur um Sigmeiers Quest zu beenden. War der noch nicht da? Wir haben doch Ritter Kirk dreimal besiegt, oder? Überlege ich mir gerade so. War der da? Nee, haben wir noch gar nicht. Haben wir noch nicht. Nee. Zweimal. Das dritte Mal kommt ja jetzt noch. So, wir waren ja schon in der Nähe des Bosses.
waren aber noch nicht final da. Ich weigere mich ja, den Boss zuerst zu machen. Wir wollen natürlich hier schön Boss nach Boss machen. Es gibt natürlich auch sehr viele schöne Seelen. Warum also nicht? Ne? Warum nicht den langen Weg nehmen? Warum nicht schön alles abarbeiten? Haben die Jungs von den Rocket Beans ja auch gemacht. So, ich sehe gerade, die sind dabei, ins Grab abzusteigen. Mein Vorteil, ich war schon da unten. Die hängen bei den Wagenrädern ein bisschen. Beziehungsweise, die kommen da recht gut durch, glaube ich, ne? Da werde ich mal weiter gucken müssen. Und natürlich kommt dann jetzt ab nächster Woche erstmal nur Dark Souls. So, da kann ich mal gucken, ob ich was anderes auch noch schneiden will, wie ich das Vlog vielleicht ein bisschen wertiger bearbeite. Ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben jetzt, das neueste Vlog habe ich ein bisschen aufwendiger geschnitten. Dann gibt es auch noch ein altes Projekt, was ich noch rumliegen habe, was ich auch noch vertonen wollte. Ach ja. Diese Altlasten. Momentan habe ich so viele Frühschichten, da komme ich aber nicht dazu aufzunehmen, während die Kinder schlafen. Mittags sind dann alle da. Nicht immer. Wenn schönes Wetter ist, sind die auch schon mal bei der Oma dann, während meine Frau am Arbeiten ist. Da habe ich dann kurz Zeit zu Hause. Und mache dann auch nochmal ein, zwei Aufnahmen. Da bin ich aber meistens ziemlich kaputt und rede sehr viel Mist. Habt ihr mitbekommen. Aber ich muss die Zeit halt nutzen, wie sie mir gerade zur Verfügung steht. Schön meine Ausdauer aufladen und nochmal zuschlagen. Das war wohl nix, du. Nee. Und Harvey the Shelf hilft mir auch immer wieder mit kleinen Aufnahmen. Der zeigt mir dann einfach zum Beispiel... Und er hat mir gezeigt, wie man an diese Truhe rankommt. Das haben wir jetzt ganz vergessen. Oh Mann. Wie konnte ich das nur vergessen? Die Truhe im Archiv des Herzogs. Oben auf dem Regal, auf dem Bücherregal. Der ist da mal locker flockig einfach runtergerollt und ist vor der Truhe gelandet. Während One Ives mir ein Video geschickt hat, was zeigt, wie man da hinkommt, wie man auf diese Stufe kommt, von der man einfach runterfallen kann, wo ich gesagt habe, da kommt man nicht hin. Aber natürlich, es gibt einen Trick, den ich ja auch da entdeckt habe. Ich habe das aber nicht in Kombination gesetzt. Ich habe das nicht hinbekommen, eins und eins zusammenzuzählen. Oh, jetzt habe ich hier kein Dings. Keine 20 Estus. Wie soll ich denn das schaffen ohne 20 Estus? Naja. Okay, laufen wir erstmal durch. So. Also ich kam nicht selber drauf, eins und eins zusammenzuzählen. Es ist aber möglich, an genau der Stelle, von der wir runterspringen wollen, auf die Treppe zu gehen, die Treppe zu drehen, das Spiel zu beenden, wieder reinzugehen. Und weil das Spiel uns ja nicht auf der Treppe spawnen lässt, spawnen wir an der Kante, wo nun keine Treppe mehr ist, wo aber genau der Weg nach unten aufs Bücherregal führt. Das müssen wir mal ausprobieren. Bei meinem Glück falle ich dann aber auch da daneben. So, der nächste Boss. Oh, ein großes Problem. Er wird uns sehr viel Schaden zufügen. Wenn ich dieses Schild behalte, wahrscheinlich sogar mit jedem Schlag. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe es noch nie damit versucht. Der macht nämlich auch Magieschaden. So, was haben wir da? Magie 50% nur geblockt. 80% bei diesem Schild, aber nur 55 Haltung. Ach, ein Problem. Wollte ich da nicht noch gerade mit dem Funkeltitanit nachhelfen? Das ist das Problem. Jetzt hätte ich noch 2900. Ganz wichtig, das ist ganz blöde, was ich da gerade anhatte. Diese Krone hilft mir einfach dabei überhaupt gar nicht. So. Hier treibe ich normalerweise meine Balance richtig hoch. Dann kann er mich nämlich nicht umhauen, dieser jetzt folgende Gegner. Aber ich habe Ornsteins Rüstung diesmal nicht. Nicht vollkommen. Also nehmen wir vielleicht die Silberritterrüstung. Hier. Hat doch, glaube ich, einen recht hohen Balancewert. Wie das hier noch wackelt. Weil hier die ganze Zeit dieser Taurus-Dämon da... Hier haben wir schon Ornsteins Rüstung. Geringer Magiewert. Ne. Haben wir die Balance irgendwo stehen? Die ist nicht auf demselben Ding, ne? Schade. Silberritter ist noch schlechter in Magie. Okay, nächstes Stück. Gemälde. Silberritter. Aber natürlich, eine Rüstung ist natürlich was schlechter in Magie. Aber ich nehme an... Wo haben wir denn hier die Silberritter? Nö, weiter unten muss das sein. Schauen wir doch mal nach dem Balancewert. Wir sind bei 36.
Silberritter Gamaschen, auf jeden Fall mehr Balance. So. Da lasse ich mich doch jetzt nicht umhauen. So, dann gehen wir nämlich schön auf Magieresistenz. Ich werde nicht mit Magie angreifen, das dauert viel zu lange. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas Nützliches gegen Magie? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Dann werden wir nämlich einfach wieder zur Ausdauerregeneration greifen, damit ich öfters zuschlagen kann. Und mit etwas Glück reicht meine Ausdauer gerade so aus, um Stand zu halten. Ich kann sogar schnell rollen. Perfekt. Okay. Auf geht's! Da kommt er nämlich sofort an. Da kommt sofort angelaufen. Macht seinen Sprungangriff. Geil. Haut voll daneben. So, ich wollte um ihn herum, aber ihr habt gesehen, dass es schon ein bisschen schwierig ist. Wegen den Ästen hier. Das ist ein typischer Asyl-Dämon. So, wichtig ist, das Schild immer in Richtung Magie-Explosion drehen. Geile Reichweite auf jeden Fall. So, ich will ja mal an seinen Po ran, ne? Das ist aber hier gar nicht so einfach. Und hier blocken wir mit dem Schild, nämlich mit dem Magieschild einfach ab. Und ab dem Schild. So, immer schön die Explosion vor einem haben. Oh, jetzt hat er sich so da rein manövriert, dass wir da ganz schlecht an seinen Arsch rankommen. Seht ihr? Steckt ja quasi in der Wurzel drin. Tja, seht ihr mal, normalerweise kann man diesem Schlag nicht standhalten. Wenn man kein Schild mit hoher Haltung und Balance hat, dann wird man nämlich umgeworfen. So kann man ihn einfach mal wegblocken. Ah, Mist. Hatte ich im Rücken die Explosion. Das ist schlecht. Nein, noch schlechter. Macht er dasselbe nochmal. Aber wir können ja auch mal heilen, ne? Können wir auch mal machen. So, jetzt blocke ich einfach mal. Perfekt. Und gehe mal an seinen Arsch ran. Jetzt versteckt er seinen Arsch wieder. Okay, das war keine Explosionswolke. Ich dachte, der macht die wieder. Einfach mal so ein bisschen. Komm, jetzt machen wir ihn weg. Machen wir ihn weg. Ein Estus nur gebraucht. Ging ganz gut mit meiner Taktik, seht ihr? Da kann man einiges wegblocken einfach. Puh, das war harter Stoff. Puh, das war harter Stoff. Dämonenbeschleuniger. Ein Dämoniker, 20.000 Dämonenbeschleuniger. Was fehlt uns noch? Uns fehlt bei Big Head Logan noch so, uns fehlen noch Dinge. Wir gehen erstmal nach oben und schalten den Shortcut frei. Oh, du lebst doch. Uns fehlt noch Magie. Und den Schild brauche ich jetzt nicht mehr. Ich überlege gerade, ob der nächste Gegner, der speit gar kein Feuer, ne? Das ist zwar hier ein Feuerthema, aber der hat kein Feuer. Der gerade hat ja auch kein Feuer, der hat ja Magie. Das war ein ehemaliger Feuerzauberer. Oder ein Magier auf jeden Fall. Der zum Dämon wurde. Schön alles hier weghacken. Hack, hack, hack. Da kann ich auch mal hier zweihändig gehen. Ich hätte gleich tötet mich irgendwer, ganz dumm. Nein? Ihr bleibt einfach stehen, das ist gut. Dann nehmen wir nämlich jetzt nochmal die Krone der Dämmerung. Von Dusk. Ich kann es nicht lassen, das immer wieder zu erwähnen. Dusks Krone. Schlechte Übersetzer. Ist ja bei den anderen Teilen einfach besser. Das hatte ja Joe Doe angekreidet, meinte diese schlechten Übersetzungen. So, die machen wir ganz einfach mal weg. Scheinbar ist John McCloud auch wieder da, aus seiner kleinen Sommerpause. Er war auch einfach mal. Ich wette, er hatte ein bisschen Zeit mit seiner Tochter verbracht, denn ihr wisst ja, Sommerferien. Ne? Es sind Sommerferien. Da haben wir unsere Kinder zu Hause. Beziehungsweise John lebt ja von seiner Frau oder Freundin. Ich weiß nicht, ob die verheiratet waren. Ich glaube nicht. Die leben ja getrennt und haben ja ein Kind zusammen. Und da muss man natürlich jede Gelegenheit nutzen. So. Wir aktivieren das erste Mal den Aufzug. Haben einen Shortcut freigeschaltet. Und können dann jetzt mal gerade zu Logan laufen. Um noch mal ein paar Zauber zu kaufen mit dem ganzen Geld. Wir können natürlich auch Rüstungen kaufen gehen. Rüstungen. Fehlen uns noch Teile. Hatte Logan denn noch irgendwas, was sich lohnen würde bei 25.000? Weil das war jetzt wirklich ärmlich, ne? Das war ziemlich wenig.
Gehen wir zum Feuerwehrschrein. Gucken, was wir da finden. Und mir wurde gesagt von ganz vielen Leuten, Alter, du hast Petrus nicht getötet. Wenn du Petrus nicht tötest, dann wird Rhea im Archiv nicht auftauchen. So, irgendwer hat geschrieben, habe ich aber auch nicht gemacht und Rhea war trotzdem da. Jetzt ist die Frage, Rhea wird ja sowieso nicht lebendig da auftauchen. Sie ist auf gar keinen Fall lebendig, sie ist auf jeden Fall tot. Die Frage ist, ob sie später dann da auftaucht. Denn die Quests im Archiv sind auch gar nicht abgeschlossen. So, ich bin da durchgekommen, ohne mein Schild zu verstärken. Das brauchen wir auch gar nicht mehr. Dann stellt sich mir die Frage, soll ich jetzt einfach mal ein bisschen das Kostüm wieder verstärken? Waffe verstärken, Ausrüstung reparieren. So. Ich dachte mir gerade, das ist eine ziemlich lahme Folge, ne, wo nicht sehr viel passiert, weil ich hier von Menü zu Menü einfach hechte. Aber wir hatten gerade einen Bosskampf. Hat sich zwar nicht so angefühlt, aber wir hatten gerade einen Bosskampf. Rüstung verstärken, Waffe verstärken. Wir können ja mal nochmal gucken. Wir haben ja zwei Funkeltitel nicht gekauft, weil ich Angst hatte, wir verlieren die sowieso. Kann ich ja meine Lieblingsrüstung ein bisschen aufmotzen hier. So. Die Handschuhe zumindest. Dann besorgen wir uns gerade noch ein bisschen mehr. Dann, wie war das nochmal? Ne, jetzt gehe ich hier gar nicht ins Archiv. Ich gehe nämlich hier hin und hole mir hier Rüstung. Sollen wir dann im Archiv die Kiste holen oder nicht? Beim nächsten Mal. Bevor wir den nächsten Boss machen, können wir das ja ganz gut. Oder? Komm her, du. Komm her. Was? Dann schwinge ich einmal seitwärts. Dann du. Versuch's jetzt gar nicht. Dann gehen wir wieder rüber zu dem Kerl. Springen wir rüber. Oh, oh, wie war hier die Steuerung? Ich dachte gerade an Dark Souls 2, wo ich dann andauernd versucht habe, mit Kreis zu springen. Ich stelle das nicht gerne um, ich lasse das gerne einfach so, wie es war. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Was hast du noch? Der Generalschlüssel. Den besitzen wir noch nicht, den kaufen wir einmal. Ich glaube, den behalten wir, oder? Behält man den so für immer? Große Pfeile hat er nicht. Was hat er noch hier an Rüstungen? Guck mal, das hier, das Ornstein-Set. Fehlt uns noch irgendwas? Ja, hier, Artorias fehlt uns noch. Da fehlen uns noch Artorias-Teile. Wichtige Teile von Artorias. Okay. Standardpfeile, davon habe ich genug. Okay. Okay, okay, okay. Thank you. That was a fine trade. I have this funny feeling we'll meet again soon. And we'll make another fine trade, of course. Ich werde dich finden. Nur dann sehen wir uns wieder. Gut. Auf zum Archiv. Schaffe ich es gerade noch bis dahin? Und bei der nächsten Folge können wir dann runterspringen? Moment, ich wollte zum Schild wechseln. Ansonsten müssen wir wirklich jetzt nicht versuchen, zum Boss zu gehen und da ein paar Mal scheitern. Das schaffen wir jetzt eh nicht mehr von der Zeit her. Also, Archiv des Herzogs. Wir gehen dahin, wir versuchen eure Tricks. Harvey hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass man das kann, darunter rollen. Allerdings hat er dann eine Rolle gemacht und ist dann genau von der Treppe auch dahin gerutscht worden, genau vor die Truhe. Da hat er natürlich sehr viel Glück. Sah auch sehr gut gekonnt aus. Und das, was One Eyes gezeigt hat, ist wahrscheinlich das Einfachere. Den Trick werde ich euch zeigen. Nehmen wir den Nebelring, ist hier wichtiger, also besser. Sinnvoller, den Nebelring hier auszurüsten. Aua! Ich hack dich tot. So. Au. Ha, geschafft. So. Und geschafft. So. Ich hatte übrigens eine recht interessante, lange Diskussion mit Aubanan auf Twitter. Diskussionen auf Twitter sind nie irgendwie eigentlich sinnvoll. Es bringt einfach gar nichts. Das ist totaler Unsinn natürlich, sich im Internet mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Blödsinnsthemen zu streiten oder zu unterhalten. Es ging um Sexismus mal wieder, weil ich bin ja gern jemand, der differenziert und sagt so, hey, das ist
ist nicht so einfach. Ja, ihr könnt nicht immer sagen, Frauen, die armen Unterdrückten und Frauen sind genauso Täter wie auch Opfer. Frauen sind Menschen, Menschen sind dafür bekannt, scheiße zu sein. Generell können Menschen sehr, sehr scheiße sein und Probleme verursachen. Da ist kein Mensch unschuldiger und besser als der andere. Das ist halt dann auch so, ne? Das ist einfach so. Das ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, die problematisch sein können. In solchen Fällen heißt es dann aber, dass man Erfahrung natürlich nicht zählt. Das ist natürlich nicht repräsentativ. Das sagen dann Leute, die einfach gar keine Erfahrung haben. Und das bringt deswegen einfach nichts. Jeder will natürlich an seinem Glauben festhalten. Das ist schon eine Glaubensfrage. Und es hat so einfach keinen Sinn und Zweck. So, ich habe total vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Du Nervenzwerg. Auf die andere Treppe müssten wir so drauf kommen. Dann erledigt sich das hier auch. Okay. Ich habe total vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Auf jeden Fall streitet euch nicht auf Twitter. Das hat einfach so absolut keinen Sinn. Man kommt niemals zu einer Einigung. Keiner will seinen Standpunkt irgendwie verlassen. Keiner will was dazulernen. Ist alles total sinnlos. Das führt doch zu nichts. Streitet euch in meinen Kommentaren. Davon habe ich was. So, auf dieser Seite sind wir richtig, ne? Hier muss das nämlich sein. Da unten ist nämlich die geile Truhe. So, wir achten hier auf den Bogenschützen natürlich. Aua, der trifft mich sogar noch. So können wir nicht weitermachen. Da werden wir den Sprung nicht überleben. Und wir beenden dann die Folge da unten. Na, hier kann man natürlich wunderbar dann runterspringen. Aber wir gehen jetzt einfach hier hin und werden das Spiel ein bisschen austricksen. Ihr seid nun an der Stelle, von der man aus hier wunderbar runterfallen könnte. Gut, dafür müssen wir das Spiel jetzt beenden. Nee, jetzt noch nicht. Wir müssen hier warten. So, hier warten. Dann gehen wir da hoch. Dann drehen wir jetzt. So, und jetzt müssen wir auf der Drehtreppe das Spiel beenden. Und in der nächsten Folge müssten wir genau da unten an der Kante stehen. Dann sind wir genau richtig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich das Spiel neu lade. Euer Gonzo.